Liebe Damen und Herren, in der heutigen Star News erwartet euch der Prinz Charles sozusagen höchstpersönlich. Und wir machen im zweiten Teil der Sendung einen Abstecher in die Rocky Mountains. Anfangen tun wir aber mit dem Prinz für Mont Blanc. Der Mont Blanc de la Culture Art Patronage Award wird auch in diesem Jahr an eine Persönlichkeit verliehen, welche durch den Einsatz ihrer Zeit, Energie und Geld dazu beigetragen hat, das kulturelle Leben zu bereichern. We're here at the 20th anniversary of the Mont Blanc Patronage Awards. It's honoring His Royal Highness, the Prince of Wales. I think it's a fantastic event, something I've supported in the past and have really been looking forward to coming to today. I think Prince Charles is a wonderful person. I think his job as the Prince of Wales, where he's not able to be political, but he's done more good than any politician I can think of to make the world a better place. I think he's fantastic. Nach Aurelio Lopez oder Greg Robbins geht der Award in diesem Jahr an Prince Charles, First von Wales. It really is incredibly flattering, if I may say so, to have been selected to receive the Mont Blanc de la Culture Award, and I'm so glad to be able to receive this award in person. If we do not encourage art making in the young and in the not so young, then we run the real risk of losing the only true means we have of properly understanding ourselves and how we should act in the world. Your generous award to me this evening will go some way, at least, towards helping to avert such a disaster. Prince Charles, His Royal Highness, loved Wagner. So when they asked me if I want to come, I said yes. If it wasn't for him, I don't think that Covent Garden would have been reopened. It's the culture of the people, and I think it's very important that we have to support it. Well, we believe that in our today's world, we need patrons to support arts and culture, because without arts and culture, our world is much colder, and it's as well needed for inspiration of ourselves. We hope that we shed light on all those patrons of the arts who make sure that young talents can prosper and become really the great artists which afterwards all inspire us. To do this award with Mont Blanc for 20 years is of course quite something. And to have such a privileged and honorable winner in this special year makes us very, very proud. So, und für alle die, die noch ein Inspiration für die Winterferien brauchen oder einfach gerne Fernweh bekommen, da ist unser Reisetipp. Die kanadischen Rocky Mountains sind ein Inbegriff von Wildnis, Natur und Abenteuer. Einige der schönsten Teile der Rockies befinden sich in der Provinz Alberta. Hier liegen auch zwei der beliebtesten Nationalparks Kanadas, Banff und Jasper. In Alberta Urlaub zu machen, ist im Sommer wie im Winter lohnend. Neben der vielen unberührten Natur mit einer Flora und Fauna, die zu jeder Jahreszeit beeindruckt, findet sich in dieser Region auch ein ausgesprochen angenehmes und friedliches touristisches Angebot. Dazu gehören auch einige luxuriöse Hotels, die einen gelungenen Bogen von Natur zu Kultur schlagen. Dass man in diesem Teil der Rockies auch wunderbar Skifahren kann, haben nicht zuletzt die Winterspiele von Calgary 1988 bewiesen.
In Kananaskis Country treffen wir einen richtigen kanadischen Naturführer. I'm Bud Ettinger. I'm a naturalist in Kananaskis Country. Ich bin Bud Ettinger. Ich bin seit 50 Jahren Naturkundler und Bergführer in Kananaskis Country und in den Nationalparks von Banff, Jasper, Yoho und Kootenay. Hi, Carla. My name is Bud. Heute macht Bud eine Sonderführung mit Carla, einer Business Lady aus Calgary. Gewissenhaft erklärt er ihr die Ausrüstung und die Handhabung der modernen Schneeschuhe. Bud kennt die unglaublichsten Dinge. Die Espen, biologisch eine sehr alte Baumrasse, produzieren seit Jahrmillionen ihr eigenes Sonnenschutzmittel und stellen es dem Menschen kostenlos zur Verfügung. Lichtschutzfaktor 20. Das wussten schon die Indianer zu schätzen. Das ist die Rocky Mountain Wacholderbeere. Für welches Getränk wird die wohl verwendet? Schneeschuhtouren sind für Ungeübte ein bisschen anstrengend. Doch keine Angst, Bud macht Pause, wenn die Gäste wollen. Wasser und Snacks sind bei geführten Touren inklusive. Dann geht es weiter nach oben, bis Bud eine frische Fährte im Schnee entdeckt und auch gleich weiß, um welche Tiere es sich dabei handelt. Das ist der Vorteil, wenn man einen erfahrenen Guide dabei hat. Wenig später entdecken wir das Wild, das die Spuren hinterlassen hat. Es ist ein Rudel weiblicher Weißwedelhirsche, die im aufkommenden Schneeregen Unterschlupf im Dickicht suchen. Doch nicht nur Wild gehört zu den Attraktionen der Region. Bud macht uns auch auf ein anderes Phänomen der Gegend aufmerksam. Eine ganz spezielle Sache, die hier in Kananaskis zweimal pro Jahr passiert, ist der Zug der Stein- und Schwarzadler. Von den Hängen der Fisher Range, dem Berg, den man hinter mir sieht, fliegen die Adler gerade von Alaska nach Colorado. Die jungen Adler fliegen sogar bis Mexiko und kommen dann im Frühjahr zurück. Eigentlich fliegen sie gar nicht richtig. Sie schrauben sich in der Thermik der Berge auf über 3000 Meter hinauf, um dann im Gleitflug mit fast 160 Kilometern pro Stunde zum nächsten Hang zu stürzen. Kein Flügelschlag bis Mexiko. And they dive at speeds of up to 160 kilometers an hour until they get to the next thermals. Auf seinen Wanderungen trifft Bud immer wieder mal mit Mounties zu einem Schwätzchen zusammen. Die Mitglieder der Royal Canadian Mounted Police gehören heute zum touristischen Image Kanadas genauso wie die Bären und Elche. How are the conditions today? A bit soft, but pretty nice all in all. Still quite a bit. Oh, great. Der typische Hut der Mounties ist keinesfalls eigens für diese erfunden worden. Wie Bud erzählt, war er schon immer der einfache, aber praktische Hut der Ranger und Führer, der vor Wind und Regen bestens schützte. Erst später wurde er dann auch Bestandteil der Uniform der berittenen Polizei. Für den königlichen Polizeieinsatz ließe die Polizeiobrigkeit einen Schlapphut à la Bud allerdings nicht zu. Jeder Mountie bekommt eine eigene Hutpresse geliefert. Die einst berittene Mounted Police erfüllte in der Geschichte Kanadas eine wichtige Aufgabe. Ihr verdankt das Land, dass sein Westen kein wilder Westen wurde. Auch heute sind die Aufgaben der Mounties meistens friedlich zu lösen. Ich bin Keith Blake, Korporal der Royal Canadian Mounted Police hier in Kananaskis. Ich habe heutzutage natürlich statt eines eigenen Pferdes ein paar Pferdestärken mehr. In Kananaskis
Als Polizist habe ich die Aufgabe, in der Region von Kananaskis zu patrouillieren. Dazu gehört auch, bei der Suche nach Wanderern zu helfen, die sich verirrt haben, und Touristen in Schwierigkeiten zu helfen. Einmal traf ich dabei doch tatsächlich auf ein Pärchen, das direkt am Highway Fotos von einem Grizzly machte, keine 2 Meter von ihm entfernt. Viele Besucher verstehen nicht, dass es sich um wilde Tiere handelt, von denen man sich besser fernhält. Das war es für heute. Das ganze Statement von der Awardverleihung und auch der Kanada-Tipp könnt ihr wie immer auf startv.ch/starnews oder dann im Facebook abrufen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Star News immer am Dienstag am 7. natürlich nur hier auf Star TV.